Hallo zusammen, ich habe mich schon ewig nicht mehr gemeldet und dachte mir, jetzt sei mal wieder der richtige Zeitpunkt, mich zu melden und auch ein kleines Statement abzugeben zu einem Bild, was gestern veröffentlicht wurde. Und zwar sieht man mich auf diesem Bild mit Gerda in Straßburg. Und bevor da irgendwelche Spekulationen aufkommen oder in dieses Bild irgendwas hineininterpretiert wird, dachte ich mir einfach, ich erzähle euch, wie es ist und schaffe da so ein bisschen Klarheit einfach. Und zwar ist es so, dass Gerda und ich, nachdem sie sich von Kino getrennt hat, in Kontakt kamen und einfach geschrieben haben, wie es einander so geht. Und ihr wisst ja, das Ende bei Bachelorette war jetzt nicht gerade das Übliche. Und auch dieser Frauke Ludowig-Talk, der danach stattgefunden hat, hat diese ganze Situation ja nicht so geklärt, wie man sie eigentlich klären sollte. Und deshalb haben wir jetzt einfach in den vergangenen Tagen miteinander geschrieben und gesagt, wir klären die ganze Sache einfach mal persönlich und haben uns deshalb eben jetzt auch in Straßburg getroffen und Straßburg deshalb, weil es einfach so ungefähr die Mitte zwischen mir und Köln ist und eben in einem anderen Land, einfach um das Ganze so ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu machen. So war es zumindest gedacht. Und was halt jetzt auch nicht dann so funktioniert hat. Und wir haben halt gesagt, wir wollen das einfach so ein bisschen privat halten. Einfach, dass solche Spekulationen, wie sie jetzt aufgekommen sind, nicht aufkommen. Und wir beide haben gesprochen und es gab viel zu klären. Wir haben einige Dinge klären können, glaube ich. Und es ist aber so, dass wir jetzt kein Pärchen sind oder so. Und ich zum aktuellen Zeitpunkt auch gar nicht sagen kann, ob wir uns überhaupt nochmal wiedersehen. Von dem her wird da viel mehr spekuliert und viel mehr hineininterpretiert, als eigentlich bei der ganzen Geschichte ist. Und ich glaube, wenn man die ganze Geschichte mit uns beiden verfolgt hat und weiß, welchen Weg wir beide zusammen gegangen sind, dann ist es auch nachvollziehbar, dass da auch im Nachhinein dann nochmal Gesprächsbedarf war oder ist. Und ja, jetzt kennt ihr die ganze Story. Ich hoffe, ich konnte euch da ein paar Fragen beantworten, weil mein Postfach heute wirklich fast geplatzt ist. Und mehr gibt es da von meiner Seite aus aktuell nicht zu sagen. Hallo ihr Lieben, ich wollte mich jetzt auch mal kurz zu Wort melden. Ich fühle mich ein bisschen krank, weswegen auch eigentlich keine Storys von mir kamen. Ich wollte mich auch eigentlich zu diesem Thema nicht äußern, aber das Ganze zieht jetzt so weite Kreise, dass man das natürlich auch nicht unkommentiert lassen kann. Ihr habt vielleicht schon Tims Story gesehen, und habt euch schon ein Bild von der ganzen Sache gemacht und es wird halt alles viel schlimmer dargestellt, als es wirklich eigentlich war. Natürlich hat man uns irgendwo fotografiert, wie wir uns auch vielleicht umarmen, aber ihr wisst ja auch, was Tim und ich für eine Vergangenheit, sage ich mal, haben. Wir waren in einer Show, wo wir uns auch sehr, sehr nah gekommen sind und Tim ist dann gegangen und das war für mich natürlich auch alles. Ich will auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber uns war es einfach wichtig, uns unter vier Augen persönlich nochmal auszusprechen, das Ganze zu klären und auch zu fragen, wie es dem anderen mit der Situation geht oder erging oder wie. Weiß ich nicht, wie sich die ganze Situation so entwickelt hat, wie sich entwickelt hat, wie der andere über alles gedacht hat und warum man gewisse Entscheidungen getroffen hat. Und ja, Tim und ich sind auch kein Paar und wir haben auch niemandem etwas Unrechtes getan von meiner Seite aus. Wir wollten auch niemandem etwas Böses. Wir wollten es einfach nur für uns klären und der ganze Kontakt kam halt erst, nachdem ich getrennt war und ich möchte mich auch mit niemandem irgendwie öffentlich anfeinden oder streiten oder in der Öffentlichkeit austragen. Ich finde, das muss man einfach nicht. Man ist einfach alt genug, um sowas persönlich zu klären, wie erwachsene Menschen. Und ja, deswegen war es das auch von meiner Seite. Hey Leute, ich wollte mich mal ganz kurz um den Thema melden mit Gerda und Tim, dass sie in der Öffentlichkeit gesehen worden sind. Ich habe jetzt eure ganzen Nachrichten gelesen und ja, ich möchte mich mit diesem Thema eigentlich gar nicht groß weiter beschäftigen, dadurch, dass Gerda und ich einfach nicht mehr zusammen sind. Und ja, nichtsdestotrotz, ihr könnt euch wahrscheinlich alle denken, was ich davon halte, wie ich darüber denke, dass ich natürlich beiden vertraut habe und es sich natürlich ziemlich blöd anfühlt. Man weiß natürlich nicht, wie lange das schon ging oder nicht ging, dass man sich da so ein bisschen hintergangen fühlt.
Nichtsdestotrotz versuche ich, wie gesagt, das Thema abzuschließen, dadurch, dass wir einfach nicht mehr zusammen sind, dass ich jetzt meinen Weg gehen werde. Und deswegen werde ich mich in Zukunft zu diesem Thema auch einfach gar nicht weiter äußern. Ich hoffe auch, dass ich von euch dementsprechend keine weiteren Fragen dazu gestellt bekomme. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen Sonntag und ja, genießt den Tag.